Hallöchen, Freunde, und willkommen zur dritten Folge von Die for Valhalla. Und ich vermute, es wird auch erstmal die letzte sein, denn so gut kam es dann nicht an. Also ja, so ein bisschen, aber es war ja sowieso nur mal zum Ausprobieren, wie generell quasi mal so ein, ja, Roguelike. Es ist ein Roguelike, ja, ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, ob es jetzt ein Roguelike ist oder nicht, aber es geht ja in die Richtung. Und ja, geht so, ne? Deswegen, ich habe momentan noch so viele Spiele, wo ich Bock drauf hätte. Ah, scheiße, jetzt muss ich erstmal wieder überlegen, wie der ganze Quatsch geht. Genau, und deswegen, wir gucken dann einfach mal, was ich als nächstes für ein Spiel mache. Weiß nicht mehr, wie ich... Ah, so, so, so. So war das. Richtig. Ich habe schon was im Auge, aber da muss ich erstmal gucken, ob ich das wirklich machen möchte. Was bist du für ein Lappen? Okay. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen, merke ich gerade. Aber es geht noch. Das ist Blocken der Y. Gegen den muss man sogar ein bisschen taktisch spielen, sagst du. Oder man haut sich einfach auf die Ömmel. Au. Zwischenboss. Döns. So, warum hat... Er hatte doch vorhin noch keinen Helm auf. Warum hat er jetzt einen Helm auf? Aber gut, ich frage nicht nach. Ich freue mich einfach darüber, dass ich einen Helm habe. Herzen sammeln. Ich glaube, ich nehme nochmal... Hä? Ich wollte doch Axt nehmen. Sehr schön in die Falle gelockt. Probieren das nochmal. Das gibt's doch gar nicht. Einfach ein Stückchen weiter weggehen, dann funktioniert das schon. Weil der Typ mit den Äxten, der haut ein bisschen böser rein. Hält aber halt noch nicht so viel aus. Au. Lass meine Ziege in Ruhe. Bisschen Lebensenergie könnte ich gebrauchen. Jetzt habe ich auch gesehen. Falsche Taste gedrückt. Wo ist jetzt meine Ziege hin? Ich glaube, die habe ich gerade konsumiert in irgendeiner Weise. Bleib doch stehen jetzt. Okay. Nee, momentan ist es irgendwie ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, was ich momentan noch so auf meinem Kanal bringen soll. Das ist ein Boss. Denn es gibt ja schon ein paar Sachen. Ich glaube, die Dinger darf ich nicht berühren. Es gibt ja schon ein paar Sachen, die ich auch gerne machen würde. Aber ich glaube, da hättet ihr einfach keinen Bock drauf. Und andersrum, es gibt Sachen, die ihr gerne bei mir sehen möchtet. Wo ich aber momentan einfach nicht so viel... Böcke drauf hab. Zum Beispiel Puppt wird jetzt... Autsch. Wird jetzt auch demnächst mal wieder eine Folge kommen. Aber das ist jetzt nichts, wie gesagt, was ich die ganze Zeit noch auf meinem Kanal haben möchte. Weil... Au. Weil wegen Jugendschutz und so. Ist da ja. Hab ich ja mal erklärt. Lass mich in Ruhe jetzt. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwelche so Roguelikes, die kommen auch nie so richtig gut an. Deswegen bin ich tatsächlich mal überlegen, eher was Wirtschaftssimulationsartiges
zu machen, denn ich habe mir letztens Rise of Industries gekauft. Da könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass ihr das gar nicht so schlecht findet. Aber wahrscheinlich werde ich wieder eines Besseren belehrt. So. Yeah, baby. Ja, ja, einfach reinhüpfen. Stimmt, eine super Idee. Level absolviert. Portal. Das sieht mir nach irgendwelchen Dungeons aus. Hoffe, dass ich da noch hinkomme gleich. Ich bleib jetzt mal beim Bogenschützen. Das hat gerade ganz gut funktioniert. Oh oh. Jede Menge Explosivmaterial. Oh oh. Die sind fies. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das ist schon eine ganze Weile her, wo ich das hier aufgenommen habe. Weil ich habe das tatsächlich. Also das ist schon die erste Folge. Boah, bestimmt vier, fünf Wochen, bevor ich die Folgen gebracht habe, aufgenommen. Deswegen muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen dran erinnern bei manchen Sachen. Ah, jetzt ist Seras natürlich gerade gekommen zum Aufnehmen, weil wir auch mal wieder eine neue Staffel Bis einer heult aufnehmen wollen. Ah, guck mal, mit dem kann ich, stimmt, da war was, da kann ich die komischen Fallen aufbauen. So. Stirb! Rage-Zeit. Ja, da muss aber jetzt auch ein Gegner kommen, sonst habe ich da nicht so viel von. Easy. Ach, scheiße, der hat ein Schild. Aber gegen meine mächtige Falle hat er keine Chance. So, Rage-Zeit überstanden. Fässer weg. Wenn da irgendwie ein Bogenschütze kommt und auf die Fässer schießt, habe ich ein Problem. Lass mich mal in Ruhe jetzt einen Moment. Problem ist halt immer, der muss stehen bleiben für die Pfeile. Sehr schön. Ich muss halt so viel Gegner wie möglich jetzt wegkillen. Ich weiß nicht mehr genau, was es bringt, in diesem Schnellmodus hier Punkte zu machen. Komm, lauf einfach meine Fallen rein und gut ist. Dankeschön. Komm schon. Easy. Alles Anfänger. So, 10 Sekündchen habe ich noch. Oh lol, okay. Wenn ich da in der Luft schieße, schieße ich sehr viel schneller. Leider bringt mir das nichts, weil ich dann gar nichts mehr treffe. Ja, schnellstmöglich noch die ganzen Pünktchen hier aufsammeln. Boah, das hat sich rentiert. Freund eines Schützens habe ich gerade die Errungenschaft erhalten, das seht ihr nicht. Aber halt typisch so eine Steam-Errungenschaft, meine ich. Du bist genug Ruhm. Du besitzt genug Ruhm für eine Aufwertung. Valkyre aufwerten. So, was machen wir dieses Mal? Die habe ich ja schon, ne?
Das sind die neuen. Erste Wahl. Das hört sich gut an. Auf der Runentafel gibt es einfach mehr Pünktchen. Lebensenergie finde ich nicht schlecht. Das brauche ich auch noch. Das ist nochmal Lebensenergie. Ja, ein bisschen besser ist er geworden. Passt. Das finde ich eigentlich ein ganz cooles System von dem Spiel. Wenn man hier quasi besser wird. So, und was ist das hier? Das sieht jetzt nach dem Dungeon aus. Weil es ist so ein bisschen random, wie man besser wird, aber auch... Man kann es auch gezielt ansteuern. Das finde ich nicht schlecht gemacht. Okay, hier muss ich einfach drumherum laufen. Alles klar. Sieht mir nach einem Endboss oder sowas aus, was hier jetzt kommt. Blauer Zwerg, ein Blut, dabadi, dabadai. Achso. Ja. Eiffel 65. Oder 69. Eiffel 65. 69, ich weiß nicht mehr. Schon zu lang her. Fliegender Kopf. Absoluter Wahnsinn. Da hat der Sprungangriff jetzt eventuell seinen Sinn. Was? Au! Blödes Kackvieh. Lol, das ist so ein... der Schatzgoblin bei Diablo. Kennt ihr den? Aber wenn ich den kille, gibt's dann nochmal ordentlich Zeug. Das ist ja cool. Das wusste ich nicht, dass es gibt. Schöne Referenz auf... andere Computerspiele. Das arme Ding hier, das folgt mir immer noch. So süß und knuffig. Naja. So süß finde ich die jetzt aber nicht. Ich habe keine Angst vor Spinnen, aber ich bin jetzt auch nicht der Riesenfan. Alter, die sind ganz schön heftig. Diesen Dash muss ich öfters benutzen. Der bringt mich gut weg. Was sind das für Eier? Zeit zu brennen. Okay, jetzt brennt alles. Suppi. Kann ich auch, mein Freund. Dann auch Fallen legen. Uiuiuiui. So ein großer Oschi. Aber kriegt man eigentlich in dem Spiel irgendwie neue Ausrüstung? Weil das... Also eventuell habe ich es noch nicht gesehen, aber das fehlt mir irgendwie momentan noch so ein bisschen, muss ich sagen. Ich finde, für ein Roguelike muss man auch irgendwie Ausrüstung bekommen. Also Loot-Mechanismus. Sorry. Irgendwie seit ein paar Tagen... Ja, Moment, ich muss mal kurz. Lukas schreiben. So. Weil sonst ist er auch gleich wieder weg, weil wir, wie gesagt, wir wollen noch aufnehmen. Au. Und jetzt ruf. Die hält halt nix aus, die Tante. Diese Berserker. Aber da... Autsch. Die hat jetzt natürlich auch nix an Ausrüstung.
Ah, okay. Immer wenn ich diese komischen Dinge einsammle, kriege ich irgendeinen Ausrüstungsgegenstand dazu. Jetzt habe ich diese komische Mütze bekommen oder Stirnband oder was das ist. Halt! Oh je. Ja, zerstör dich nur selber. Nicht so richtig stark, muss ich sagen. Alter! Okay, ich nehme alles zurück. Jetzt raste da aber aus. Okay, ich hätte erwartet, wenn ich in der Luft bin, dass ich das dann besser überlebe, aber... Nee. Das scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren, ob ich in der Luft bin. Schon wieder, ey. Bogenschütze ist echt Trumpf bei den Kollegen. Ah, Dash, den Dash. Ich muss den Dash machen. Aber so herausfordernd ist das jetzt nicht, muss ich jetzt sagen. Man muss halt immer nur irgendwie ein bisschen ausweichen. So, und hier kann ich jetzt stehen bleiben, sagst du? Ist natürlich praktisch, ne? Vielleicht kriege ich den irgendwie noch an die Wand manövriert. Ah ne, okay, das geht nicht. Schade. Okay, hier geht's jetzt für ihn nicht weit. Doch, noch geht's weiter. Au. Na gut, einmal in seinen Stampfschritt und Finish. Ich wechsle mal kurz den Charakter, dann kriege ich wieder neues Leben. Okay, die alte macht natürlich deutlich mehr Schaden. Und solange ich halt aus dem Stampftritt rausbleibe, ist alles gut. Komm schon. Es dauert einfach nur lange. Easy. Was bist du für ein Lappen? Bitter wäre es jetzt, wenn da noch zwei kommen würden oder sowas. Ich frage mich halt die ganze Zeit, warum hier so komische Eier rumliegen. Was irgendwelche Dracheneier sind oder so. Alter, was ist das denn für ein Kollege? Der ist ziemlich unschön, der Kerl. Aber Bogenschützen geht alles. Wenn der mir nicht auch dauernd so hinterherkommen würde. Dieses komische Feuer ist ein bisschen nervig.
Fallen bringen es aber ziemlich gegen den. Er läuft halt auch einfach stupide rein. Und weg. Und easy. Ah, das war der Endgegner. Locker. Da hab ich doch keine Angst vor. Guck mal, wie schön aufgerüstet ich jetzt bin. Yay. Level of the Village. Wie viele Punkte habe ich? Boah, das hat sich rentiert. Damit sollte doch eigentlich ein Levelaufstieg drin sein, oder nicht? X für Aufwerten. Was haben wir hier? Du kannst kleine vernehmen. Füge einer Valkyre einem fügt eine Valkyre einem Feind. Wird geheilt, alles klar. Besiegst du einen ruhmreichen Feind. Feind aus ohne von dem. Immerhin eine Ausdauer regenerieren. Erhalte 1 Wert für jede benachbarte Rune. Keine Ahnung, was sie mir damit sagen wollen. Schauen wir mal. Ist natürlich jetzt räudig, ne? Ah, okay. Ich habe doch jetzt hier auch immer was dazu bekommen, ne? Das rentiert sich auf Dauer. Aber dieses auf Dauer wird es, glaube ich, nicht mehr geben. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal, noch eine Folge irgendwie, aber jetzt erstmal nicht mehr. Aber jetzt muss ich hier erst nochmal fertig aufsteigen. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr doch irgendwie noch sehr viel mehr sehen wollt von dem Spiel, sagt in den Kommentaren Bescheid, gebt Daumen nach oben. Dann überlege ich es mir vielleicht nochmal. Aber das soll es erstmal gewesen sein mit Die Vorher Valhalla. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.